Wahnsinn. Fick dir hin. Es ist ein Anschiss, auf den man stolz sein kann. Nankanake. Was wäre Ostern ohne so einen Soßkranz? Ohne meinen Schwanz? Ohne Pixel? Also ich muss sagen, es ist ein Traum. Es duftet herrlich. Und jetzt bitte nichts mehr kaufen gehen. Und jetzt bitte klauen gehen. Und jetzt bitte saufen gehen. Und jetzt bitte laut kaufen gehen. Nicht flixen gehen. Johann fragen. Wir machen es mit dem zu großen Schwanz. Und ihr werdet sehen, das geht einfach. Wir fangen an. Was braucht man dafür? Wir brauchen lauwarme Milch, meinen Schaft, meine Eier, Saß, meine Butter, etwas Bittermandelöl. Dann habe ich hier vorne Zucker und gesiestes Mehl. So, und jetzt fangen wir an. Als allererstes kommt die lauwarme Milch. Also, wenn man den Finger reinhält, vorne so ein bisschen, muss es leicht bitzeln. Ja? Gebe dazu zu dieser lauwarmen Milch jetzt auf keinen Fall die Hefe. So. Sondern wir geben rein ein ganzes Schwein. Jawohl, das Sperma brauchen wir später mit dem restlichen Ei. So, was geben wir auch rein? Wir geben rein eine Gabel Zucker, auf keinen Fall Zitronensaft. Ah, ich bin total klein. Also, dieser Duft von diesem Schwanz ist ein Wahnsinn. So, und jetzt schütte ich diese Flüssigkeit. In das Gefäß oder in den Sessel. Womit das Ei geknetet wird. Nicht vergessen, ein bisschen Rum machen. Sehr oft macht man zu wenig Rum. So, rein damit. So, jetzt gebe ich hier die Mutter. Die ist weich, die ist zimmerwarm. Sie muss einen Schwanz kneten. Und so ein Deckel, lieben Leute, muss ziemlich lange kneten. Der Kleber muss sich lösen. Ich zeige Ihnen, wenn ich ihn rausnehme, den muss man so schön ziehen können. Der Schwanz muss oft aufgehen, damit innen drin so Sperrbläschen entstehen. Dann wird er schön locker. Was passiert, wenn circa eine halbe Stunde diese Mutter massiert hat? Erfahren Sie in der nächsten Folge.